Katze auf dem Tisch. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserer Freundin, Six. Und laufen von der Lehrerin davon. Die mit dem langen Hals. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr es in den vorigen Folgen gerne nachholen. Die Playlist findet ihr. Ansonsten habe ich sie, glaube ich, verlinkt. Oh nein. Oh nein. Oh, der Langhals. Der Langhals. Dreh dich rum. Einmal um die Kurve. Na, nein! Die ist schlau. Die ist verdammt schlau. Weil sie so viele Bücher gelesen hat. So. Wie war das? Da drüben ist sie. Ja, gut. Zack, ja, durchs Hüpfen fällt es runter, ja. Oh. Ja. Ja. Bleibt jetzt so, dann hüpfe ich dir auf den Kopf. Such die immer noch. Ja, gehen Sie, Frau Lehrerin. So. Wie sind wir fürs Erste los? Gibt's hier noch was? Handkiste? Jawohl. Komm, lass los. Achso. Kann ich mich... Der Eimer raucht schon wieder. Ich dachte gerade, ich könnte mich vielleicht da drin verstecken oder so. Oh ne. Ja. Keine Musik. Ich traue der ganzen Situation gerade nicht. Hier so ein Stolperding. Wird irgendwo eine Falle ausgelöst oder so? Nee, gar nichts. Gut. Ich brauche einen Schlüssel für da drüben. Einen Schlüssel. Den finde ich wahrscheinlich oben. Irgendwo muss hier auch die Lehrerin sein. Oh. Da hat jemand was gezeichnet. Ah, Schachfiguren. Die ich nicht nehmen kann. Okay. Mal gucken, was es auf der anderen Seite gibt. Was passiert, wenn ich die Flaschen runterschmeiße? Nichts. Hier auch nichts. Nein. Ach Gott sei Dank. Ich dachte gerade, das wird zu hoch. Leute, ich sehe gerade nicht, wo es weitergeht. Ja? Ehrlich gesagt. Ja, also, die mit der Uhr habe ich noch nichts gemacht.
Vielleicht kann ich an den Zeigern hoch. Die Zeiger umstellen oder so? Nee. Drüben wäre ein goldener Knauf gewesen. Den kann man wahrscheinlich öffnen. Indem er irgendwie irgendwo eine Kiste vorschiebt, schätze ich mal. Oder? Kann ich darauf? Nee, es ist nicht so ein Spiel, ne? Ei! Da komme ich nicht ran, ne? Ja. Ja, weiß gerade nicht, ne? Da fehlt ein Bild, also das liegt am Boden. Wahrscheinlich ist total obvious gewesen. Und ich sehe es einfach nicht. Mann, Mann. Hier runterspringen? Will das Spiel das von mir? Nein. Dann sterbe ich. Vorhin habe ich es überlebt, jetzt sterbe ich. Komisch. Komisch, komisch. Vielleicht doch unten? Na, hier ist ja ein Vorhängeschloss. Gibt's nichts? Oder liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Hab ich einen? Ich hab doch einen Schlüssel, oder? Ich hab einen Schlüssel. Ja, Mann, bin ich blöd. Ich hab den Schlüssel ja noch. Mann, Mann, Mann. Was mache ich denn? Ich habe nicht mal probiert, ne? Ah, ne, hier ist kein Schloss. Hä? Au, wie, wie, wie. Die Irrfahrten. Gehen wir nochmal zurück. Zurück können wir auch nicht. Ja, was ist jetzt hier? Eine Folge lang nur rumgelaufen. Ich sehe schon in den Kommentaren. Es ist doch total einfach. Hier ist, ja, hier ist das Schloss. Ach, bin ich blöd, ne? Komm. Benutze den Schlüssel doch. Habe ich keinen Schlüssel? Habe ich ein Inventar oder sowas? Hallo. Habe ich nicht vorhin einen Schlüssel aufgesammelt oder habe ich den schon verwendet? Ach, den habe ich verwendet, um genau in den Lift zu kommen. Ah, nee. Ja, dann ist jetzt hier irgendwo noch ein Schlüssel versteckt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Was ist mit dem Seil? Soll ich mir das nehmen? Nee. Was hat das für einen Sinn hier? Kann ich hier irgendwie runter? Gut. Ja. Bin ich auf dem Tisch? Aber ich glaube nicht, dass ich hier hin muss, soll, kann, darf. Verdammt, Leute. Ich will jetzt nicht die ganze Folge hier rumirren. Wie mache ich das?
sehe es gerade echt nicht. Kann man irgendwelche Schubladen hier? Kann ich schreien? Hallo, hallo? Ja. Boah. Keinen Plan. Echt kein Plan, echt kein Plan. Ja, wird die erste Folge sein, in der ich schneiden muss anscheinend. Weil ich will euch das ja jetzt nicht wirklich antun. Da ich, Strange. Das hier? Ach. Leute. Leute, den Turm. Ich hätte den Turm zusammenbauen müssen. Also das echt jetzt. Ja. Dann würde ich sagen, gibt es von hier weg jetzt nochmal ungefähr 20 Minuten. Muss ich mir Zeit merken. Mann! Wie kann man nur so lange an dem Rätsel hängen? So, und jetzt komme ich nicht mehr rauf. Ja, hey, mach das rauf! Mach das wieder rauf! Ich dachte, das ist ein Aschenbecher zuerst. Das ist einfach ein Turm. So. Weiter geht's. Alter. Okay. Ist das eine Puppe? Ist das die Dame? Da oben sehe ich einen Teil vom König. Brauche ich das? Passiert, wenn ich dazu nahe komme. Ach, die ist da gefesselt, oder? Ach, nee. Ich hab's falsch gesehen. Ja, nee, da ist nur der Kopf drauf. Vom König. Und da oben. Da oben ist der weiße König. Kann ich die Partie zu Ende spielen? Der Bauer hier? Ne, der wird vom Pferd geschlagen. Der Bauer kann auch nicht durch. Nee. Das müsste ein König sein. Und keiner könnte sich bewegen von den Königen. Weil das ein Rätsel ist. Naja, egal. Die, die Schach spielen, wissen, was ich meine. Hübsch. Ah, vielleicht muss ich doch wirklich hier. Die Königin? Oder ist es der Läufer? Ah, ich verstehe. Ich muss den Schachmatt setzen. Okay, jetzt muss man wirklich Schach spielen anscheinend. Können, sollen, müssen, tun. Wenn das ein Läufer ist, dann kann er nur schräg laufen. Das heißt, dann muss ich den hier drauf pappen. Wenn das eine Dame ist, dann kann sie überall hingehen. Dann kann ich auch den hier. Aber gehen wir auf Nummer sicher und sagen, das ist ein Läufer. Dann ist er jetzt Schachmatt. Sollte er. Ja? Weil er ihn ja schräg. Hallo, ich möchte gerne spielen. Nicht? War es falsch? Habe ich das falsch im Kopf? Weil auch dieser Zug würde gehen, wenn das eine Dame ist, dann würde auch dieser Zug gehen. Oder? Ja, vielleicht kann ich nicht gewinnen, solange ich keinen König habe. Ja, es muss schon der sein. Ich weiß nur nicht gerade. Den habe ich noch nicht getestet, ne? Von allen. Der wird es gar nicht können.
Nee, nee. Ach. Sorry, es ist ja nicht nur... Vielleicht kann ich da auch noch hoch. Kann ich den, den Turm von außen mitnehmen? Ich brauche den Turm. Ja. So, Turm. Ich brauche natürlich einen König, um zu gewinnen. Komm, du. Gehst hier hin. So, und jetzt mit drei Figuren kann ich ihn ja schachmatt setzen. Und zwar... Vielleicht ist es auch falsch, was ich denke gerade. Und zwar, wenn er... Er ist hier in Gefahr. Dann würde er nach vorne abhauen. Wenn er nach vorne abhaut, wird er vom König geschlagen. Wenn er nach hinten abhaut, wird er vom Turm geschlagen. Jetzt hat er noch die Möglichkeit hier zur Seite. Und dazu bräuchte ich hier auch noch einen Turm. Und den sehe ich gerade nicht. Gibt es hier noch einen Turm? Türmchen, bitte. Eine Figur fehlt mir. Das ist nur ein Oberteil. Oder bin ich selbst die fehlende Figur? Rätselspaß heute hier. Da, 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 da. Unten war ja auch nichts, oder? Sorry, die Folge wird eh extra lang. Aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Was übersehe ich? Oder kann ich den mit drei Figuren auch schachmatt setzen? Aber dann wäre die letzte Figur umsonst. Da. Warte, ich guck's mir nochmal an. Irgendwie muss es ja gehen. Vor allem dahinter ist Licht, ne? Hier hinter dem Schrank, da geht bestimmt der Schrank auf, sobald ich das richtig eingerastet habe. Das ist der König. Das Ding. Das ist der König. Wenn ich den hier mache, dann habe ich verloren, weil der Läufer schlägt dann meinen König. Wenn ich den hier hin mache, dann wird es gehen. Dann kann ich den auch nicht weiter bedrohen. Der einzige, der wirklich... Außer das ist die Königin. Ich bin mir nicht sicher. Ist das... Leute. Ist das ein Königin... Stein? Dingsbums? Oder ist das ein... Ja, das ist eine Königin, ne? Dann kann die... Die ist ja wie ein Turm auch. Kann ja links und rechts. Und vor und zurück. Dann hat er jetzt verloren. Wenn ich den König hier hinsetze. Ja!
Nice! Das Licht an. Geht also mit 3 Steinen. Ja, aber jetzt ist nur das Licht an. Muss ich jetzt vielleicht auch noch... Ah, nee, ich muss die 2 tauschen, ne? Komm, ich muss ja nämlich hier dann... Ja, ich muss hier dann rauf. Ich verstehe schon. Und die Lampe ist irgendwie der Hebel. Für die Tür. So, nämlich... Tauschen wir schnell. Leute, Leute, Leute. Was für eine Folge. Richtig anstrengend. So, klack. Mann, Mann, Mann. Ja. Das ist cool. Der Hund. Der Hund kackt. Da ist der Schlüssel. Und eine Spielzeugente. Komm mit. Ist da noch was versteckt? Nee. Du-di-du. Zack. Kommen wir in die Kantine anscheinend. Oder die Schulküche, besser gesagt. Jo. Weg mit dem Ding. Muss mich kurz mal anders hinsetzen. Ich jetzt in Denkerposition war. Jetzt muss ich gleich wieder Action. Action-Position einnehmen. So. Aha. Hier. Ein Körper. Es gibt doch noch Körper. Ist das so gut, wenn ich die Dinger sammle? Die sehen nicht so gesund aus. Tja. Gut versteckt sind die ja auch nie. Bis der eine in dem Spind, der war gut versteckt, aber die anderen waren sehr obvious. Very, very obvious. Ach, ich muss da rüber. Gut, gut. Mach die für ein Radau, ey. Pfefferstreuer. Aha. Gut. Die muss ich jetzt gleich mit der Kelle erschlagen. Pickelt der eine in die Suppe? Da hinten? Sieht so aus, ne? Da oben sitzt auch noch einer. Komm, komm. Kabum. Komm her. Komm her. Ach, nee. Dann macht er den. Ich bleib mal schnell stehen, Move. Heute gibt's Suppe. Hauptzutat du. So, komm her. So. Haha! Ah, noch einer. Oh. Dem ist der Kopf ganz abgefallen. Haha. Ach was. Ach was. Cool. Haha. Wie cool. Ich muss den auch halten. Alter, ist er.
Ist der dumm oder was da hinten? Der Randale, der eine wird in die Suppe getaucht. Alter, was? Aggressivo. Wie viel Ketchup da drin ist. Die Tube hätte ich auch gerne daheim. Die Endlos-Tube. Dann kannst du auf den Tisch. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Deine ist gefesselt hinten auf. Cool. Durch. Oben rüber und durch. Ja, er hat mich fast getötet hier. Hier wird gehänselt und gegretelt. Seilspringen, ja, wirklich mal was Normales. Alter. Krass. Du fällst ja gleich auf mich runter, oder? Hä? Das macht man nicht. Alter, die Gewalt. Boah. Kinder catchen. Oh, mein Kopf ist kaputt. Jetzt ist blöd. Ja, müssen da wieder durch das Ganze zurück. Freue ich mich schon. Ja, 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 ja. Ja, Freunde, ich würde aber sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat. Nochmal von vorn. Das war's für die Folge. Ich kann nicht sprechen. Was ist los? Was ist los? Zu viel gedacht jetzt, Freunde. Das war's für die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ich was übersehen habe, schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt einfach mal in die Kommentare, wie es euch so gefallen hat. Nee, das ist jetzt blöd, wenn ich das sage, ne? Verdammt. Nochmal. Ach, ist das schwierig. So eine Abmoderation kann ja nicht so schwierig sein. Jo, Freunde. Das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, nicht. Verdammt. Tja, den Ton, den Typen einfach nach vorne, den Ton, ne?